Hallo miteinander, ich habe eine kleine Bestellung hier gehabt und ich brauchte wirklich eine Minute, um endlich das Paket irgendwie öffnen zu können und das habe ich wirklich aufgenommen. Deshalb dachte ich, versuche ich es mal mit einem zweiten Versuch und ja, es handelt sich hierbei um Hunter x Hunter Bände und das habe ich auf comicshop.de bestellt. War auch ganz begeistert, weil die so schnell angekommen sind, also hätte ich nicht gedacht, muss ich sagen. Und gucken wir einfach mal. So, als erstes sortiere ich mal die Bände. So, als erstes hätte ich hier Band 7. Die sind ja alle neu gekauft, deshalb in einer recht guten Verfassung, ist auch nichts beschädigt worden durch die Lieferung, also die waren auch gut verpackt, muss ich sagen. Band 9, ja, auch die ist gut erhalten, da freue ich mich. Band 15, ja, hier oben ein bisschen, aber ja, damit kann ich leben. Band 25, das hat mich gefreut, weil ich ja den Band eher selten im Internet gefunden habe. Ah, leider hier ein bisschen. Egal. Band 26. Auch gut erhalten. Was mich auch gefreut hat, war, dass ich hier ein paar Postkarten bekommen habe. Einmal hier die üblichen Verdächtigen, aber was mich gefreut hat, eben von Fading Colors. Weil die hatte ich noch nicht und hat mir sehr gut gefallen. Deshalb freue ich mich eben auch über die Postkarte. Ich habe dann nochmal den I Love Shoujo Preview gekriegt und den von Carlsen. Ich wollte ja die Tage nochmal zum Comicladen, um den Preview und eben den neunten Band von Attack on Titan zu kaufen. Aber jetzt kann ich ja in irgendeinen Buchladen und mir dort den neunten Band kaufen. Spare ich mir also einen Weg und sieht mal wieder total cool aus. So, das war's auch schon wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen, obwohl es so kurz war und bis zum nächsten Mal.